Hallo liebe YouTube-Freunde, einen schönen guten Tag und liebe Grüße aus Kirchschlag in der buckligen Welt. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Olivenöl, das gleiche, was ich mit Balsamico gemacht habe, ich habe hier Kräuter, immer wieder das gleiche, was ich schon gehabt habe. Ich habe mir hier einen Liter Olivenöl besorgt. Wirklich, ich hoffe es, dass das drin ist, was draufsteht. Vom Preis her 14 Euro müsste es gutes Olivenöl sein. Es steht drauf, Original Griechenland Abfüllung, und trotzdem weiß man nicht genau, was drinnen ist. Ja Leute, das funktioniert genauso wie beim Balsamico. Ich habe mir hier drei Chili gerichtet, die kommen rein. Natürlich leicht angeschnitten, damit die ätherischen Öle raus können, die Schärfe rauskommt. Dann habe ich noch zwei Lorbeerblätter. Die müssten irgendwie kommen die durch. So, eine große Knoblauchzehe. Klein geschnitten, damit sie durch den Flaschenhals passt. Ja, und die Körner. Ich sage jetzt mal, ich habe hier Wacholderbeeren, bunten Pfeffer, Piment. Ja, was man so gerne hat, kann man da reingeben. Ja, und jetzt noch die Kräuter. Auch wieder von meiner Schwester. Noch einmal ein ganz dickes Danke an meine Schwester für die Kräuter. Die hat einen riesen Gemüsegarten. Und dann fällt natürlich ab und zu auch für mich etwas ab. Man kann Minzeblätter nehmen, man kann Basilikum nehmen. Es ist, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So, Rosmarin ganz, ganz wichtig. Der gibt guten Geschmack. So. Sehen, dass das reinkriegen alles. Ja, ich werde da nichts wegschmeißen davon, es muss alles rein. Das ist nicht so schön. Sehen könnt, jetzt noch mit Öl auffüllen und das war's dann schon. Es ist, man kann das alles selber machen und es gibt sehr, sehr guten Geschmack. So, den Bügelverschluss zu und das war's dann schon, Freunde. Also wie ihr sehen könnt, das sieht top aus und ich schätze mal, in 3 bis 4 Wochen wird das auch genauso gut schmecken, wie es aussieht. Ja, liebe Freunde, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, gebt Kommentare ab, egal ob positiv oder negativ, auch Kritik muss erlaubt sein.
Ja, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Wünsche allen einen schönen guten Tag. Tschüss, Servus und auf Wiederlurger für die Schweizer. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bleibt gesund, Freunde, und bleibt so anständig, wie ich sein sollte. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.